Hallo, ich wünsche einen schönen Abend. Man könnte jetzt sagen, Tee ist eine gute Sache und viele würden zustimmen. Tee ist wirklich eine gute Sache. Es kann sogar freie Radikale im Körper bekämpfen. So wunderbar kann Tee sein, ne? Oder wenn man eine Erkältung durchmacht. Tee ist eine gute Sache. Cola ist keine so gute Sache und viele Leute mögen das aber. Obwohl es nicht so gut ist, ne? Ich war der Zuckergehalt und so weiter und so fort. Also, Tee ist gut, ja, schmeckt trotzdem vielen nicht. Oder könnte sagen Kaffee, was auch immer. Und dann ist da die Cola. Und das schmeckt wiederum vielen. Das ist eine Metapher. Es gibt viele Geschichten in dieser Welt. Märchen, Wahrheiten und dann dieses ganz, ganz üble Etwas. 90% Wahrheit, 10% Lüge. Und wenn man nicht aufmerksam ist, kann man da schnell reinfallen. Nicht alle Geschichten führen zum Heilen, nicht alle Geschichten sind gut in der Geschichte. Die Wahrheit macht vielen Angst und kann bitter aufstoßen. Warum? Weil sie aufdeckt und den Menschen verändert. Das verändert den Menschen, beziehungsweise kann es sogar dem Menschen seinen eigenen Abgrund zeigen. Dann gibt es, wie gesagt, Märchen. Menschen sagen, das ist ein Märchen, das ist eine Lüge. Und dann werden einige plötzlich hellhörig und sagen, ja, stimmt, das ist eine Lüge. Oder sie sagen, nein, das ist kein Märchen, das ist die Wahrheit. Und dann sagt jemand, wer sagt das? Und du sagst, ich sag das. Dann sagt er, wow, du bist aber ganz schön arrogant. Und dann sagst du, nein, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Ich habe es erprobt, ich habe es ausprobiert und habe herausgefunden, dass das die Wahrheit ist. Schau mal, was soll ich dir erzählen? Ich bin Typ 1 Diabetiker. Das ist alles andere als lustig, damit zu leben. Ich habe mich dafür nicht entschieden. Es ist einfach so in mein Leben gekommen. Das ist Wahrheit. Das hat nichts mit Märchen zu tun. Das ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. So, ich schleppe das also mit mir herum, dieses Problem. Und seit jetzt 14, 15 Jahren. Jetzt treffe ich mich mit jemandem und sage, was es bedeutet, damit zu leben und wie ich damit umgehe. Und dass sogar dadurch, dass ich das bekommen habe, andere Türen aufgegangen sind. Und dann sagt jemand zu mir, glaube ich dir nicht, dass du das hast. Glaube ich dir nicht, dass andere Türen aufgegangen sind. Und außerdem denke ich, das stimmt gar nicht so, wie du das alles beschreibst. Ich denke, das fühlt sich so, so und so an, damit zu leben, was du hast in deinem Körper. Und dann würde ich natürlich sagen, ein Moment, wovon redest du? Das sind lauter Lügen, die du hier mir entgegenbringst. Vielleicht hast du mir nicht richtig zugehört. Nein, es ist so, so und so. Aber das Ding ist, das würde doch keiner tun, wenn es um sowas geht, nicht wahr? Und das ist unser gutes Recht, wenn wir zur Erkenntnis kommen, wenn wir von etwas überzeugt sind, es weiterzureichen. In der Verfassung heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielleicht ist das ja auch ein Teil davon, dass man seine Meinung kundtut, auch wenn es nicht allen schmeckt. Aber es wird ja oft auch davon geredet, Toleranz, Toleranz, Toleranz. Toleranz ist wichtig. Wenn ich dich tolerieren soll und dir zuhören soll, wenn das dein Wunsch ist, dann solltest du vielleicht auch mal meine Meinung tolerieren, beziehungsweise mir zuhören und mich aussprechen lassen. Und aus irgendeinem Grund passiert ganz auf Folgendes. Und ich weiß inzwischen, womit das zu tun hat. Pass auf, was jetzt passiert. Das ist sehr interessant. Das beobachtet man immer wieder. Ich weiß nicht, kann man das prozentual festhalten? 30%, 90%? Ich weiß es nicht. Aber Leute drehen sich um und laufen weg und wollen das nicht hören, dass es Wahrheit ist. Sie wollen es nicht. Und dann laufen sie weg. Wenn man sagt, wir sind Sünder. Wir brauchen Sündenvergebung.
Jesus Christus ist der einzige Name, in dem wir gerettet werden müssen. Folgt nicht euren Herzen, Menschen, folgt lieber Gott. Wenn ihr euren Herzen folgt, dann schreibt ihr Geschichten ohne Gott. Folgt ihr Gott, schaut euch die Entstehungsgeschichte an, das Wort Gottes, die Bibel auch, was da steht, dann werdet ihr verändert und schreibt Geschichten mit. Ganz egal, wie die Situation ist, er gibt uns Kraft und wir schreiben Geschichten mit ihm. Ich habe ein Video gelöscht, was ich gestern gemacht habe. Ich habe da gesagt, wenn wir nur unserem Herzen folgen, schreiben wir Geschichten ohne Gott. Und wiederum sage ich, Menschen, die für andere in die Kugel springen, sich aufopfern quasi, sind auch Helden. Ja? Also, wie meine ich das? Ist da ein Widerspruch in sich? Was ich versucht habe zu sagen ist, natürlich sind wir auch in der Lage, Gutes zu tun, Gutes zu schaffen und so weiter und so fort. Weil Gott uns das Leben gegeben hat, verstehst du? Darum geht's. Gott ist Liebe. Gott gibt Liebe. Gott beweist, was Liebe ist auf dem Kreuz. Gibt er seinen Sohn. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das ist Liebe. Und aus seiner Liebe fließt Gerechtigkeit, Moral, Zivilcourage und so weiter und so fort. Deswegen können wir tun, was wir tun. Auch wenn wir gottlos sind, haben wir in uns auch das Gute. Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat. Und das Problem ist, der Mensch weiß das in Wahrheit, dass es Gott gibt. Er weiß es. Aber er möchte diese Wahrheit unterdrücken in sich und nicht hören. Denn noch tut die Sünde nicht weh, noch ist es gut so, wie es ist. Er merkt, er kann selber steuern, funktionieren, machen, schaffen. Es klappt, es funktioniert, es gelingt ihm. Er begreift aber nicht, dass Gott über die Guten und über die Bösen es regnen lässt und die Sonne scheinen lässt. Oder er begreift es, aber er unterdrückt es. Und so klauen wir von Gott, wir bedienen uns bei Gott, aber sagen nicht, wem die Ehre gebührt. Wir schlagen Gott aus und sagen, Jesus ist ein Märchen, weg damit. Ich bin mein Herr, ich bin mein Meister, so ist es. Ich folge Schwingungen und Gefühlen. Ich werde lieben, aber ich werde mir ganz bestimmt nicht erzählen lassen, woher ich das habe, diese Eigenschaft, jemanden lieben zu wollen und zuzudecken und so weiter und so fort. Doch wenn wir damit aufhören, entschleunigen, zurückgehen zu der Quelle des Lebens, uns die Bibel im Kontext betrachten, ehrlich zu uns selber sind, erfahren wir Sündenvergebung, weil dadurch, dass wir Gott begegnen, so wie wir sind, aufrichtig ehrlich, kommt es schon mal dazu, dass wir Buße und Reue zeigen und er glättet die Wogen. Natürlich, ja, Gott möchte, dass wir ihn bitten. Ja. Was hat Jesus gemacht, als er mit den Jüngern war? Er war sogar mit ihnen auf dem Boot. Er hat das Meer schlafen gelegt. Also das tosende Meer, den Sturm. In der Bibel kann ich nachlesen, dass die Jünger durch waren, als sie gesehen haben, was sie für einen Fischfang gemacht haben. Ja, das Netz hätte eigentlich schon platzen müssen, aber aus irgendeinem Grund ist das Netz nicht gerissen. Und da waren so viele Fische, dass man es nicht sehen konnte. Und sie waren geschockt, sie waren durch. Das hat Jesus möglich gemacht. Ich finde, darin ist auch etwas sehr Interessantes zu sehen. Ich sage nicht, dass es so ist, überhaupt nicht. Aber man könnte sagen, Jesus wollte seine Jünger, seine Kinder wissen lassen, so ein Fischfang, wie ihr jetzt gerade gemacht habt, so werdet ihr später die Menschen angeln. Mensch, ihr werdet Menschenfischer sein. Und schaut euch quasi diesen Reichtum an. So viele Fische habt ihr jetzt gefangen, wie noch nie. Ja, so viele Menschen werdet ihr später fangen. Was heißt fangen? Befreien aus der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde, aus diesen schweren Ketten, aus nur diese Welt umarmen, im Sinne von, ihr werdet das Evangelium den Menschen bringen und das wird sich überall verbreiten. Und Jesus hat seine Jünger über alles gewarnt und über nichts im Unklaren gelassen. Er hat auch gesagt, dass es Scharlatane geben wird. Es wird Menschen geben, die sein Wort pervertieren und so weiter und so fort. Und die Geschichte ist voll auch damit, dass man auch leider sieht, Menschen glauben oft, also wenn du mit Gott bist, dann will ich Gott nicht. Oder ich will nichts von Gott wissen, weil ich sehe das, das und das.
Ja, es ist richtig, aber es ist auch so ein bisschen so wie, ich nehme mein Auto, fahre damit durch den Stamm, bringe es zurück ins Autohaus und sage, danke, aber ich möchte es nicht kaufen. Dann sagt der Verkäufer, warum wollen Sie diesen Wagen nicht kaufen? Sie sind doch gerade damit Probe gefahren, ist doch ein schöner Wagen. Naja, schauen Sie mal, der ist schmutzig, der Wagen ist jetzt schmutzig. Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass Sie durch den Schlamm gefahren sind, durch den Dreck. Der Wagen kann ja nichts dafür, das waren Sie. Sie haben diese Entscheidung getroffen, diese Luxus-Premium-Klasse durch den Dreck zu ziehen. Der Wagen ist nicht schuld, der Wagen ist super, das waren Sie. Sie haben das zu verantworten. Sie, Kunde, haben den Wagen schmutzig zurückgebracht. Das war nicht der Wagen, Sie waren das. So hat der Mensch in sich quasi auch diese Möglichkeit quasi, ne? Nach links und rechts, er hat den freien Willen. Gott wollte keine Maschinen, nichts Mechanisches, als er uns gemacht hat. Er wollte Menschen mit Herz, mit Verstand. Er gab uns seine Seele. Das Streben, den Sinn des Lebens verstehen und finden wollen. Er gab in uns das alles hinein, dass wir die Welt auch mal leise drehen wollen und sagen, Gott, vergib mir, bitte vergib mir, ich bin ein Sünder. Ich nehme das an, was du für mich auf dem Kreuz getan hast. Das ist Liebe. Radikal, ehrlich, knallhart. Jesus hat Großes getan, ne? Er hat Großes getan und er tut immer noch Großes, weil es ist ein lebendiger Gott. Das ist Weihnachten. Und hoffentlich passieren einige Wunder, Gnadenmomente, wo Menschen zu Christus finden. Ja, deswegen, das hat hier nichts mit Arroganz zu tun, darüber zu sprechen. Nur in Jesus ist Heil. Ja, es stimmt, nur in Jesus ist Heil, aber nicht jeder möchte diese Botschaft hören. Aber nur weil 100 dagegen sind, habe ich keine Lust damit aufzuhören, weil ich glaube, dass sogar ich ein Licht sein kann und dass da irgendjemand da draußen ist, der das hört und umdreht zu Christus und Rettung erfährt. Manchmal habe ich schon sehr ausgeholt in meinen Videos und ich weiß, dass es seltsam auf manche wirkt, weil das viele so nicht sehen wie ich oder sich auch fragen, was steckt dahinter, wer schickt mich oder bin ich ein Schauspieler, dies, das. Denk von mir, was du willst, aber ich habe von einem der größten Künstler eine Sache gelernt, dass es Menschen gibt, die davon profitieren werden, wenn du dein gebrochenes, geschundenes Herz zeigst. Wenn du dieses Tütchen aufmachst, wo die Bonbons sind und dann stellt man fest, oh, das sind ja gar keine Bonbons, da ist ja nur Tragödie und Schmerz gewesen. Wenn man seine Kindheitserlebnisse verarbeitet, wenn man weiterreicht, was man erfahren hat, seine Prägungen kundtut, dann trifft man damit auch manchmal Menschen, die das kennen, weil sie selber da durchgehen. Und ich versuche also, die Sprache der Menschen zu sprechen, um ihnen zu sagen, du wirst gehört, du bist gesehen, Gott liebt dich, du bist wertvoll. Lieber Mensch, es tut mir wirklich leid, was du durchgemacht hast. Bitte bleib da nicht. Schütte dein Herz vor Gott aus. Bitte Jesus Christus darum, dass er deine Wunden heilen soll. Frage ihn, öffne dein Herz, denn so habe ich zu Christus gefunden. So habe ich zu Christus gefunden. Ich habe geschrien und geweint. Und ich wollte nicht mehr diesen großen Künstler auf Platz 1 setzen, Eminem, Slim Shady, Marshall Mathers, sondern ich wollte Jesus Christus auf Platz 1 setzen. Ich habe aber das Gute behalten, was ich von ihm lernen durfte. Und ich bete auch für seine Seele. Warum? Weil ich an einen Gott glaube, für den nichts unmöglich ist. Ob und wie, was, wie, wann passiert, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Das weiß ich nicht, was hier sich noch alles abspielen wird auf diesem Globus. Ich habe nicht über alles die Erkenntnis. Also, deswegen öffne ich mich und rede, was ich rede. Und ich glaube, die Richtigen werden hören und verstehen, weil sie verstehen wollen. Sie werden sich beide Seiten der Medaille betrachten. Ja, denn im Leben sehen wir, dass es nicht nur Märchengeschichten gibt und irgendwelche Wahrheiten mit Lüge gepaart, sondern einfach auch manchmal dieses pure Aufrichtigkeit. Und Menschen versuchen, andere aus dem Dreck rauszuholen und für sie einzustehen, zu sprechen. Und weil Gott mir das gegeben hat, die Möglichkeit sprechen zu können, möchte ich es nutzen, um zu sagen, schau mal, ich habe jetzt deinen Motor vielleicht mal angeschmissen, aber der wird wieder in einer halben Stunde ausgehen. Du musst unbedingt in die Werkstatt fahren. Geh zu Jesus, folg nicht mir, nicht mir. Ja? Egal, was du hier denkst zu sehen, folge Jesus, ist besser. Denn wenn wir uns von Menschen auch abhängig machen, dann laufen wir manchmal in eine große Falle. Läuft manchmal so auch, ne? Jemand hört und sieht dich
Und er verliebt sich in das, was er hört und sieht. Du spiegelst etwas wider, was ihm total gut gefällt. Dann lobte er dich. Du nimmst dieses Kompliment an. Dann fragt er dich, was du vielleicht so alles machst, wer du bist. Er fängt an, große Interesse an dir zu zeigen. Und du merkst, dass du dich vielleicht öffnest und gibst. Du vertraust dich dieser Person an. Irgendwann wird aber manchmal eine Grenze überschritten und Menschen glauben, ohne dich wirklich zu kennen, dass sie dich kennen. Dass sie wüssten, was du privat tust und wie du bist. Einfach nur aus dem Grund, weil sie vielleicht deine Videos gucken und so weiter und so fort. Das ist gefährlich. Du gibst einen Finger, man will die ganzen 5 Finger von dir. Du gibst die Hand, man will den ganzen Arm von dir. Und deswegen folge nicht Menschen, folge Jesus Christus. Denn der Mensch wird dich enttäuschen und du wirst die Menschen enttäuschen. Es wird manchmal Verwirrung herrschen und manchmal Klarheit. Es wird manchmal Streit passieren und manchmal auch Versöhnung. Und das ist so wunderbar. Aber in Jesus Christus brauchst du keine Angst zu haben, ehrlich zu sein, dich zu öffnen. Und es interessiert Christus nicht, ob du eine Minute reden möchtest. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Oder 5 Tage. Reden. Er wird zu dir nicht sagen, du bist ein Schauspieler. Er sieht, dass dein Hunger in dir so groß ist, dass du dich einfach öffnest und einfach endlich was Neues empfangen möchtest. Und er gibt dir und er bleibt. Und er ist mit deiner Realität und deiner Wahrheit nicht überfordert. Deswegen, sei wachsam, sei nüchtern, stell nicht Menschen auf Platz 1, stell Jesus Christus auf Platz 1. Ja, Menschen werden es auch manchmal gut mit dir meinen, wenn sie dir ein liebes Wort da lassen, Komplimente. Aber noch einmal, niemand kann dich so lieben und so tragen und so behüten, beschützen, wie Jesus Christus. Seine Liebe endet nicht. Die menschliche Liebe kommt oft auf ihre Grenzen. Ich könnte jetzt sagen, meine Mama liebt mich bedingungslos. Aber meine Mama ist auch limitiert. Sie hat auch ihre Sorgen, sie hat auch ihre Kämpfe vielleicht, von denen ich gar nichts weiß. Verstehst du das? Aber Jesus ist mit mir nicht überfordert. Er möchte mich tragen, er möchte mich lieben. Wenn ich doch bitte, wenn ich doch schreie, wie kann ich es bereuen? Hier sitzt also keine Arroganz und kein Schauspieler. Hier sitzt ein Mensch, der durch die Hölle gegangen ist in seinem kurzen Leben. Einfach auf der Gefühlsebene seine Freundin zu verlieren, meine große Liebe, das war eins der schlimmsten Akte überhaupt. Und mein Traum ist, ich sehe sie im Himmel wieder. Verstehst du, wie ich meine? Verlieren im Sinne, wir haben uns getrennt. Wir haben uns einfach getrennt. Aber ich würde mich freuen, sie wiederzusehen, weil ich auch viel von dem, ich habe auch von ihr profitiert, auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist. Sie hat mich auch angesteckt mit gewissen guten Dingen. Ich hoffe, ich sie auch. Verstehst du? Aber Gott ist, wie gesagt, mit meinen Limitierungen, mit meinen Kämpfen, Süchten, Problemen nicht überfordert. Er bleibt und steht mir bei. Und das kann ich von keinem Menschen erwarten. Deswegen, gib gerne, teile. Aber schütze dich auch durch Jesus Christus. Erwarte von Menschen nicht zu viel, aber dafür alles von Jesus Christus. Verstehe, dass du nicht weißt, was auf der anderen Seite wirklich alles abgeht. Und doch könnten ja gute Absichten dahinter stecken, wenn jemand etwas tut, was er tut. Sei nicht neidisch auf jemanden, der etwas kann, was du nicht kannst. Schau auf Jesus Christus, er wird dir zeigen, was du kannst. Und wenn du schon weißt, was du kannst, was denkst du, wird passieren, wenn du dich mit Gott versöhnst durch seinen Sohn Jesus Christus? Dann wirst du anfangen, diese Gaben, diese Talente, die du von Gott hast, ganz neu einzusetzen. Warum? Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Weil du nicht mehr alleine unterwegs bist. Weil du nicht mehr die Welt mit beiden Armen umarmst, sondern Jesus Christus mit beiden Armen umschließt. Du vertraust diesem historischen Jesus Christus und das bringt die Dinge in Ordnung. Also sag mir bitte, sitzt die Arroganz? Nein, ich bin kein Besserwisser. Ich bin ein Mensch, so wie du. Ich ging auf die Knie, ich habe hier geschrien in der Wohnung. Und das war jetzt schon fast 10 Jahre her oder so. Habe gesagt, Jesus, rette mich. Ich habe abscheuliche Dinge getan. Auf der sexuellen Ebene und auf so vielen anderen Ebenen. Puh, wie ich mich hasse. Ich habe geweint, geschluchzt, alles Mögliche. Und warum bin ich jetzt also gerade so ehrlich darüber? Damit du verstehst, wie mühselig das manchmal ist. Und doch so erstrebenswert, zu Christus zu wollen. Und der rettet und verändert. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum ich gewisse Dinge nicht mehr tun möchte. Und sein lasse. Und es wird immer besser und besser. Das ist so schön. Ich kann jetzt sagen, ihm alle Ehre. Er hat mir das Leben gegeben. Ja, und natürlich
Schreiben wir Geschichten, natürlich. Machen, tun wir etwas. Aber was passiert, wenn wir uns die größte Geschichte von allen anschauen und feststellen, da ist keine Lüge enthalten, sondern 100% Wahrheit. Eine Wahrheit, die gesund macht, frei macht, die uns wissen lässt, wie das Leben weitergehen wird, wenn das Leben hier auf Erden mal vorbei ist. Denn Gott sei Dank ist das hier nicht alles, das Leben hier auf Erden. Gott sei Dank gibt es die Ewigkeit, den Himmel und nicht nur auch vielleicht das Negative, Schlechte und so weiter und so fort. Und Gott zwingt mich nicht. Er zwingt mich nicht. Aber wenn ich meinen Wagen in den Dreck fahren will, dann lässt er mich. Und wenn ich sage, nein, heute möchte ich anders abbiegen, dann nimmt er mich an. Dafür ist ja Jesus Christus auch gekommen. Ja, er ist ja gekommen in sein Eigentum. Gott selbst kommt in sein Eigentum. Er nimmt alles auf sich, was wir nicht auf uns nehmen wollen und können. Er bezahlt die gesamte Rechnung für die gesamte Menschheit. Und er wusste, dass nicht alle zu ihm kommen werden. Und das Leben ohne Gott bevorzugen, aus welchen Gründen auch immer. Und er wusste, es werden Menschen zu ihm kommen. Er weiß alles, sieht alles. Und er tat, was er tat, obwohl er sieht, was er sieht. Oder gerade weil er sieht, was er sieht. In uns und in der Wirkung dann, was so geschieht. Wie ist es, mit Typ 1 zu leben, Diabetes, 14, 15 Jahre? Naja, es ist nicht immer einfach. Ich kapiere es nicht immer, warum, wieso, weshalb. Aber wenn ich dir etwas erkläre, wenn ich dir etwas sage und du sagst, nein, stimmt nicht, hast du es geprüft? Willst du mir erzählen, wie es ist, das zu haben oder damit zu leben, wenn du das selber nicht hast? Und ich wünsche das keinem. Verstehst du, was ich damit sagen will? Wenn du Gott suchst, wenn du Gott finden möchtest, sei ehrlich. Sei ehrlich. Hast du dich wirklich mit dem Herzen damit beschäftigt oder eben nicht? Wenn ich dir sage, das ist der gesunde Weg, es gibt keinen anderen Weg, dann meine ich damit nichts Schlechtes. Ich will dir nichts klauen. Ich will nicht Recht haben, so in dem Sinne. Bam, hier hast du. Ich will sagen, wir sind alle in uns gebrochen, brauchen Rettung und Heilung. Und da ist kein anderer Name, da ist nur Jesus Christus. Was heißt nur? Ist doch schön, endlich. Endlich Gott gefunden. Im Sohn wohnt die Fülle Gottes zu 100%. Darum soll es doch gehen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt Gott. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Komm zu Gott, so wie du bist. Lass dich retten. Sag ihm Danke für dein Wertvoll, für das, was du kannst oder bist. Sag doch mal ihm Danke. Sag doch mal Gott Danke. Dass du deine Beine benutzen kannst, dein Verstand, dass dein Herz schlägt, dass du vielleicht schön bist. Sag Gott Danke. Er wird dich erden, dass du nicht abhebst. Amen. Ihm alle Ehre, nicht mir. Genau, also schütze, behüte, bewahre deine Seele, indem du deine Seele in seine Hände legst. Herr, ich möchte dich, rette mich. In der Bibel, in dem Wort Gottes, haben wir das Alte und das Neue Testament. Es gibt die Bibel-App. Du kannst jeden Begriff, jedes Wort eingeben in der Bibel-App und es werden die ganze Kapitel, Verse angezeigt in der Bibel-App, YouVersion. Probier sie aus, es ist eine super App. Es gibt einen Gideon-Bund, Gideon-Verlag, Gideon-Bund. Ich hatte schon auch von denen einige Bibeln bekommen und die sind wirklich super. Die verschenken Bibeln fast auf allen Sprachen oder so, keine Ahnung. Greif zu, du bist ein Mausklick, einmal etwas eingeben, davon entfernt. Es gibt Bibelübersetzungen in allen verschiedenen Farben und Formen. Es gibt kommunikative Übersetzungen, die etwas moderner geschrieben sind, für moderne Menschen, sage ich jetzt mal, für die modernere Sprache. Und dann gibt es alte Lutherbibeln, es gibt die Eugen-Schlachter-Übersetzung, es gibt die Elberfelder-Übersetzung, die Menge, die Zürich, Zürcher oder wie auch immer. Es gibt so viele Bibeln, für jeden ist das Richtige dabei. Und es gibt tolle christliche Apologeten. Sie beantworten schwierige Fragen, was das Christentum ist, warum andere Religionen nicht retten und warum das Christentum eigentlich auch niemals eine Religion sein sollte. Wir wollen mit unseren Füßchen in Jesus Christus Fußspuren hineintreten und ihm folgen und nicht Gesetzen machen Werken. Die Werke, die kommen von selbst, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Herr, rette mich, vergib mir, ich lese, ich soll es tun, ich bin ein Sünder, Christus hat für mich bezahlt. Er vergibt mir. Ich klammere mich an das nüchterne Wort.